Also YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wer es nicht kennt, wird es kennenlernen. Wir werden irgendwo in der Welt abgesetzt und finden den perfekten Spot, wo wir sind. Ich habe unser Preset geladen. Wir machen 3 Ründchen und können 18.000 Punkte bekommen. Je dichter wir dran sind, desto mehr Punkte gibt's. Wir haben unendlich viel Zeit eingestellt. Bis zu einer Stunde kann es dauern. Lasst euch überraschen, wie lange die Runde dauert. Wir gehen rein und landen heute in Bangladesch. Oder? Nee, schon wieder Südamerika, oder was? Heute ist Tag von Südamerika, würde ich sagen. Die Runde davor, wer sie geguckt hat, war auch sehr südamerikanisch angehaucht. Casa Empos La Colonia. Okay, wir sind in Köln. Das ist ja auch nicht schlecht. Empernos. So vom reinen Gefühl her nicht. Auf jeden Fall nicht Chile und Argentinien. Wirkt eher wie Deutschland. Ja, nee. Peru eigentlich auch nicht. Dafür ist auch schon fast so gut. Könnte so ein bisschen Bolivien sein. Aber eigentlich eher Ecuador, Kolumbien fast. Wir checken mal die Sonne. Dafür kann man diesen Strich hier, der übrigens hier oben beim Zusammenlaufen ist, wenn man den nicht so, man sieht es vielleicht ganz leicht, der ist so anti-aliased, wenn man den so hinkriegt, dass er fast nicht anti-aliased ist und die Sonne ist jetzt hier, das heißt, ja, Nordosten, das heißt, wir sind leicht im Süden. Würde zu Ecuador dann ja ganz gut passen. Aber gucken wir mal. Nachher sind es die Philippinen. Nein, das glaube ich nicht. Policia de Protectera. Ey, falsche Richtung. Schreibt doch raus, auf welchem Land ihr seid. Mann. Hotel Cancun. Cancun. Okay, aber ich glaube, das ist irgendein Cancun. Das ist nicht Cancun. Ich weiß auch nicht, wo Cancun liegt. Ich weiß nur, dass es Cancun gibt. Wir müssen hier im Süden sein. Gut, Brasilien könnte auch noch sein. Okay. Centro Comerciales. Heißt es hier wieder Pari? Dann wären wir, glaube ich, wieder Ecuto. Ecuyo. Okay, und Ecuyo ist am Strand. Das sind aber gute Hinweise. Ich glaube, wir sind in einer guten Ecke, die echt beschildert ist. Yuc. Francisco Villa, El Yuco, Cuyo. Yuc. Was ist denn das für ein Land, Yuc? Sag mir gerade gar nichts. Wieso Straßenbezeichnungen? Ich wollte nur ein zurück. Wir sind in Tirimi. Yucatan. Yucatan? Weil Yucatan ist doch Guatemala oder hier oben, nicht? Oder war Yucatan in Kolumbien? Wie war denn das? Hier war doch auch irgendein Dings. Yucatan, da. Aber das heißt Colonia Yucatan. Aber das wäre doch im Norden. Wie kann denn die Sonne dann im Norden stehen?
Jetzt steht's im Süden. Okay, dann können wir im Norden sein. Aber eben war die doch im Nordosten, die Sonne. Okay, vielleicht ist es so dicht am Äquator kein guter Hinweis. Aber Mexiko würde ich auch fühlen. Das würde auch diese komischen Straßenbezeichnungen rechtfertigen, würde ich sagen. Yuk, nicht? Yucatan. Ich weiß, ich bin einmal um Merida rumgedackelt. Das habe ich nicht gefunden. Das war echt übel, hier die Ecke. Cancun liegt in die eine Richtung, das wissen wir ja. Und das andere, El Blablabla. El Kun oder sowas. El Yukun. Ich meine, Yucatan ist eh nur das. Francisco Will. Habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen. Kolonie. Na super, das ist so eine wirkliche Pupstraße hier. Und die führt nach Süden. Das heißt, wir sind El Cuyo, ja. Okay. Wenn ich jetzt noch Francisco Villa sehe. X-Can. Die gute X-Can. X-Can alles. X-Pantatoro. X-Sala de... Keine Ahnung. Das kann doch kein Mensch lesen. Okay, wir müssen noch dichter ran. Das ist Texas. Sehr gut. Francisco Villa. Da sind wir. Wir sind in Kolonie Yucatan. Gut, aber warte. Nach Francisco Villa führt kein anderer Weg. Das heißt, der Weg... Wir können nur gerade hier stehen. Wir können das jetzt gut gegenchecken. El Cuyo nach Norden passt. Und Yucatan nach da passt. Und da kommen wir auch her. Und wir stehen jetzt an einer Doppelstraße. Nord-Süd. Ja, die im Westen nix hat. Okay. Und im Osten eine Einfahrt. Ja. Oh. Ich würde sagen, das trifft auf das gesamte Dorf zu. Straßennamen oder so können wir hier vergessen. Wir haben hier die Klinik. Oh ja, das dürfte gut sein. Die müsste doch eingezeichnet sein. Entweder die hier oder das da. Ich würde sagen, das hier, nicht? Das bedeutet, entweder stehen wir hier... Hier könnte man auch reinfahren. Materialste Colonia. Was haben wir hier? Super El Segrito bei uns. Super El Segrito. Asado Tri Hermanos. Ob es den noch gibt? Ah, die haben das umgebaut hier alles. Okay, und wenn wir jetzt nach Casa Blablabla suchen, das gibt's auch wahrscheinlich nicht. Aquí? Wir können uns also wirklich nur um die Ein- und Ausfahrten kümmern. So, und hier gibt's eine Straße rein wieder. Ja. Also wir sind genau dazwischen.
würde ich sagen. Aber hier steht eine Straßennummer, wenn wir Glück haben, die natürlich ausgeblurrt ist, so wie es immer ist bei Google. Das lieben wir, das können wir, das kennen wir. Kalle 53, wir sind an der 55 auf der rechten Seite dort. Finish, 4,95 Meter. Mexiko. War einmal. Ein Baum in der Mitte der Fahrbahn stand ein Straßenname. Ja, leider oft ausgeblurrt, nicht? Zum Glück konnten wir den so fokussieren, dass wir ihn sehen. Prepare yourself. So, jetzt ist die Sonne im Norden. Also sind wir im Süden. Zumindest wenn der Kompass diesmal stimmt. Spontan würde ich Südafrika sagen. Australien oder sowas, nicht? Könnte das sein. Neuseeland. Ferguson Street. For sale. Wo ist das For Sale-Schild? Ich wollte gerade kaufen. Ey. Access Realty. Fort Wayne? Nee, Phone Wayne. Ja, das ist eh immer gut. Wayne ist das Beste, was euch je passieren könnte, denn das ist total egal. Du schaust so wenig in den Chat. Ne, der Chat hängt einfach 30 Sekunden hinterher. Der bringt mir nichts. Ihr müsst einfach eine bessere Internetverbindung und bessere Endgeräte haben. Gray Street. Ich brauche hier nicht auf einen Hinweis eingehen, den ich schon vor 10 Sekunden dann selber gefunden habe. Ihr braucht mehr Power, ihr braucht Glasfaser. Ich brauche auch Glasfaser, aber wir leben in Deutschland. Taravera. Taravera. Erinnert mich irgendwie an Vera in Tween im Nachmittagsprogramm. Wer kennt das noch? Ganz schlimm die Zeit gewesen der Talkshows. Ich glaube, die Talkshows waren der Anfang vom Untergang. Früher waren die Talkshows das, was Social Media heute ist. Einfach nur eine Müllhalde, die man sich eigentlich gar nicht antun sollte. Also ich habe auch beschlossen, X nicht mehr zu benutzen. Es ist so lächerlich. Man kriegt, wenn man nicht bezahlt, ganze 11 Views auf einen stinknormalen Beitrag, obwohl ich 900 Follower habe. Das ist einfach unglaublich nix, nicht? Es wird absichtlich nicht ausgespielt, egal was man macht. Und sobald man bezahlt, ich habe das mal eine Zeit lang getestet, einen Monat, als das noch günstig war, da hat man dann richtig fett Aufrufzahlen, bis zu 2000 bekommen. Aber eine Plattform, die nur bezahlt Views zulässt, der sollte man sofort den Rücken kehren. Weil, was bringt einem das, nicht? Also, das ist so ungefähr wie die Google-Suche, da haben wir auch schon öfter drüber geredet in letzter Zeit. Es ist, Google bringt dich extra in den Suchergebnissen schlechter hoch, damit du Geld zahlst, um höher zu kommen. Also das ist ja pure Absicht, um Geld aus jemandem zu pressen. Und ich würde sagen, Google torpediert ihr eigenes Geschäftsmodell, die beste Suchmaschine zu sein. Sie haben nur das Glück, dass sie einfach noch eine sehr hohe Verbreitung haben. Aber wie MySpace damals die größte Musik- und Social-Media-Plattform war und innerhalb von zwei Wochen quasi vom Markt verschwunden war, kann das Google auch passieren. Gerade wenn jetzt wirklich gute Suchmaschinenalternativen kommen. Und ich muss sagen, ich suche sehr gerne mit Bing und KI einfach Suchergebnisse, weil es einfach schon die ganze Scheiße für einen rausfiltert, ohne Werbung dazwischen. Das ist einfach so viel wert. Das ist nicht mal, weil man es mag und weil KI besser ist, sondern einfach, weil KI oder wenigstens die KI-Suche bereinigte Suchergebnisse liefert und die auch noch deine Eingaben berücksichtigt. Wenn ich bei Google was eingebe, ich gebe ein Haus und, weiß nicht, Berlin. Dann sehe ich 1000 Suchergebnisse und unten steht Berlin durchgestrichen oder Haus durchgestrichen. Ich suche doch nur zwei Sachen und beides filtert er nicht zusammen und gibt mir irgendwas, was hochgekauft wurde. Kannst du so vergessen, diese Plattform. Es ist einfach Müll.
Also wirklich schlimm. Vielleicht will ich mich auch nicht spoilern lassen, sagte ich mal zum Chat. Ihr könnt immer gerne selber raten, aber ich achte oft auf Sachen nicht, um sie selber herauszufinden. So, wo ist jetzt die Scheiß 34? Die muss hier sein. Oder was? 87, 90, aber hier werden die ja noch höher. Auf jeden Fall Suchmaschinen, ich sag's euch. Ein Trauerspiel heutzutage. Also 36 finde ich, 33 finde ich, 38 finde ich, 32. Warum ist es wieder so, dass jede Zahl, da es die 34 angezeigt wird, außer meine 34. So, und unsere geht nach Tiktakur, nach Norden, also sind wir irgendwo hier, und nach Rututa. Wo ist Rututa? Rututa. Okay, also sind wir irgendwo hier. Und es geht ins Town Center. Also sind wir irgendwo hier. Straßennamen finden wir auch noch heraus. Illington Street. Illington Street, okay. Jetzt können wir zurückgehen. Wir sind in irgendeiner Sackgasse, das ist schon mal sehr gut. Die nur nach Norden führen kann und Ferguson Street heißt. Okay, unsere geht nur nach Norden. Gray Street hatte ich gesehen. Gray Street sind wir vorbeigekommen. Irgendeine, die nur nach Norden führt und in der Sackgasse endet. Wie heißt denn die Straße hier? Vielleicht ist es einfacher. Sehen wir das irgendwo? Nur am Ende der Straße. Gray Street. Ecke Blur Street. Bowen Street. Bowen. Da, Ferguson, die ganz kleine. Und da sind wir am Ende. Da ist auch der Wendehammer, der ist nicht richtig dargestellt. Dann stehen wir vielleicht hier. Finish, 10 Meter. Jawollo, das war doch eine schöne, schnelle Runde. Und damit geht's in Runde 3. Loyangwei, Singapur, oder? Richbox. Nicht Matchbox, Richbox. Hier geht's nicht weiter. Okay, das ist schon mal sehr schlecht. Fengsheng Metalworks Private Limited. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo. Wenn wir die, wie heißt die hier immer? Die Straße, die hat doch so einen komischen Namen. PTE, nee, CHE. Loyang Crest. Oh, das ist sogar Hong, aber für Hongkong? Nee, Singapur nicht. Okay, ich brauche den Namen der Schnellstraße. Zu viel Englisch für Hongkong, würde ich sagen. Und Hongkong ist auch viel enger. Ja, es kann ja eigentlich nur... Asia Pacific. Viele Sachen fangen halt mit S an, deswegen denke ich die ganze Zeit, vielleicht ist das Singapur.
Geotesting.com. Und jetzt schreibt er gar nichts mehr, seht ihr? Und dann gucke ich 5 Minuten nicht in den Chat und dann erwartet ihr, dass ich das sofort sehe. Immer diese Ansprüche. Lo Youngway, Crystal Building. Food Court. Auf so einen richtigen geilen Food Court hätte ich auch immer wieder Lust. Comfort de Gros Engineering. Komm, wir fahren mal da lang. Das ist auf jeden Fall eine größere Straße, das ist sehr, sehr gut. Das wirkt wie die hinter diesem Flughafen. Du liest es ja sowieso nicht. Natürlich. Nur weil ich was nicht vorlese, heißt es ja nicht, dass ich es nicht lese oder wahrnehme. Vielleicht will ich euch ja auch nur ärgern. Oh, oh, oh. Ah ja, Singapur-Bus, nicht? Singapur. Da. Wirkt halt wie die Ecke hier. Wie hieß die Straße hier? TPE. Okay, das ist ein grünes Schild. Vielleicht bringt uns das weiter. Central, Longway, Luoyangway. Ja, das hilft mir jetzt nicht viel. Außer es gibt hier Luoyang. Jishun, Yushukang, Holland. Oh, gut, da wollte ich jetzt nicht hin. Hier oben ist auch noch so. Vielleicht auch hier Shishun. Central geht nach Nordwesten, Nordosten, Süden, Westen. Also eher so. Das Zentrum ist ja eigentlich da. Also geht es wahrscheinlich ja so rum. Shell-Tankstelle? Ja, der hilft doch nicht. Noch nicht. Wir müssen erst den Bezirk finden. Ah, hier, Longyearbyen. Okay. Wir sind einmal um diese Straße hier gefahren. Und das wirkte halt genau so. Aber wir waren noch nicht in diesem Longyearbyen. Und hier ist die Avenue. Way, irgendwo musste. Hier ist Way. Irgendwo ist Drive. Hier ist Drive. Und das Street. Drive, Street, Lane. Way. Avenue. Okay. Rise, okay, das heißt hier alles gleich. Und da geht's zum Doktor 2 und Doktor 1. Also irgendwie hier. So, wo starten wir? Jetzt wissen wir ja, wo. Wir gucken im Osten auf dem Weg. Das heißt, vielleicht zum Beispiel. Ja, starten wir irgendwo hier. Aber hier ist ja schon Shanghai Road. Okay. Das heißt, ja, Nordosten. Wir gucken eigentlich so auf das Ding, nicht? Leicht so. Das heißt, hier könnten wir drin sein. Das hier hat auch keinen Namen, oder? Die Straße. Doch, Luoyangling. Ja, du hattest fast recht mit links. Yolang Walk. Yolangling. Hier, da stehen wir. Einwände, keine Einwände. Da ist auch die andere Straße gegenüber. Bingo Bongo, Finish. 2,60 Meter. Singapur besiegt und... Damit haben wir eine 18.000er Runde in unter 30 Minuten hinbekommen. Das läuft doch heute. Mexiko 9 Minuten 51.
Neuseeland 7 Minuten 19 und Singapur 6 Minuten 31. Clap in den Chat und wir sehen uns zur nächsten Folge Geotastic.